Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 13. Januar 1991. Heute vor 30 Jahren trat Lothar Späth als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurück. Sven Weingärtner. Kreativer Macher, umtriebiger Manager, von seinen Landsleuten als Cleverle bezeichnet. Lothar Späth war respektiert und geachtet und er hat ohne Zweifel viel geschafft in seinem Leben in der Politik und in der Wirtschaft. Ich bin mit der Entwicklung von meinem Leben absolut zufrieden und ich muss sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, was die Leute im Schluss ihres Lebens sagen müssen. 78 Jahre wurde der Sohn eines Lagerhausverwalters. Vom Verwaltungsangestellten arbeitete er sich zum Bürgermeister hoch und wurde nach dem Rücktritt seines Vorgängers mit nur 40 Jahren Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die politische Karriere endete in einem Skandal, der sogenannten Traumschiff-Affäre. Seine Reiselust wurde spät zum Verhängnis. Private Firmenjets für Dienstreisen, Urlaub in der Karibik, die Reiterferien der Tochter gesponsert. Insgesamt gab es 550 solcher Fälle. Der Ministerpräsident muss auch mit Leuten reden können, die 2 Millionen Jahreseinkommen haben oder gar 10 und 20 Millionen im Jahr verdienen. Lothar Späth, das Cleverle, zeigte sich uneinsichtig. Ihm wurde Bestechlichkeit vorgeworfen. Das wies er weit von sich. Der Späth lässt sich nicht kaufen. Der Späth ist kein Playboy. Der Späth ist nicht bestechlich. Der Späth hat noch eine Menge Urlaub gut aus den letzten 12,5 Jahren. Und überhaupt, seine Welt sei das ohnehin nicht gewesen. Glauben Sie bloß nicht, dass mir die Kalbslenden mit Morchelrahmsoße mein Lieblingsessen geworden sind in den letzten 15 Jahren. Wenn ich frei wäre, würde ich lieber in die Kiste gehen und Kutteln und Brotkartoffeln essen. Rund 2 Wochen noch hielt Lothar Späth sich im Amt, dann schmiss er hin. Eine Schuld bei sich sah er immer noch nicht. Wenn in einer solchen Art, wie das jetzt läuft, jemand über Monate hinweg gebunden ist durch einen Untersuchungsausschuss und wenn ich anfangen muss, Belege und Buchhaltungen durchzusehen, die ich vorher nie gesehen habe, und dauernd gefragt wird, wie war denn das und wie war denn das mit der Abrechnung und mit dieser Unterlage. Wenn ich aber das jetzt machen muss, dann ist die Regierungsarbeit gelähmt. Wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsnahme gab es Ermittlungen gegen ihn. Die wurden aber letztlich eingestellt. Für Lothar Späth hatte schon ein neues Kapitel begonnen. Er übernahm die Leitung der Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH und brachte den ehemaligen DDR-Konzern als erstes ostdeutsches Unternehmen an die Börse. Sein politisches Leben ließ er hinter sich mit dem Rücktritt als Ministerpräsident Baden-Württembergs, heute vor 30 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.